Wenn Mannschaften wie Rot-Weiß Essen und der Wuppertaler SV aufeinandertreffen, dann schlägt das Herz des Fußballfans sehr hoch. Aber wenn sie es zum 60. Mal tun, dann ist das etwas ganz Besonderes. Herzlich willkommen im virtuellen Stadion Essen zu dieser Partie des 36. Spieltags der Regionalliga West. Es ist ein sehr geschichtsträchtiges Derby, das die Essener übrigens 26 Mal gewinnen konnten, die Wuppertaler nur 15 Mal, aber jedes Mal wird die Geschichte neu geschrieben und darauf freuen wir uns mit Rot-Weiß Essen in einem 4-5-1-System. Christian Tietz spielt offensiv mit Kefgir, Endres und Doro hinter der einzigen Spitze, hinter Maximilian Pronicev. Der Wuppertaler SV verlor das Hinspiel mit 1:2, aber der Torschütze Gianluca Masolo steht auch heute wieder in der Startformation, genauso wie Torwart Niklas Lübke. Es ist ein 4-4-2-System. Marvin Stuttrucker rückt zum Beispiel in die Startformation, war zum Zeitpunkt des Hinspiels noch gar nicht im Wuppertaler Kader. Die Gäste in den blauen Trikots von rechts nach links mit Ametov. Da haben wir Masolo, den Deutsch-Italiener, und da ist die Chance für Grebe. Tolle Kopfballchance und Geisler noch mit dem Nachschuss, aber gleich zweimal gut pariert vom 21-jährigen Jakob Golz, der aus Hamburg nach Essen kam. Beide Fanlager sorgen für ausgezeichnete Stimmung, erinnert so ein bisschen an die Bundesliga-Zeiten, in denen übrigens nie weniger als 2 Treffer in den Derbys fielen. Essen kommt dann auch das erste Mal nach vorne mit Amara Kordé. Gute Chance. Einmal durchatmen, nicht nur für den zentralen Mittelfeldmann, sondern auch für den Wuppertaler SV, das hätte richtig gefährlich werden können. Die Gastgeber jetzt fortan besser in der Partie, kommen über links mit Pronicev und Doro. Das wäre die Chance gewesen für den 27-jährigen Gianlucas Doro, interpretiert seine Rolle auch heute wieder offensiv und das fast mit Erfolg. Essen kommt dann doch nochmal nach vorne vor der Pause. Doro und Amara Kordé. 1:0. Was für ein Traumtor durch Amara Kordé. Den hat er perfekt erwischt. Die Fans sind außer sich und das absolut zu Recht. Wir schauen auf die Wiederholung. Und Achtung, Kordé ist Rechtsfuß. Das war sein schwacher Fuß, mit dem er den Ball in den Winkel hämmert. Unhaltbar und vielleicht auch deswegen nicht zu prognostizieren für die Innenverteidiger inklusive Niklas Lübke. Rot-Weiß Essen nun also in Führung und auch mit Schwung in der zweiten Halbzeit. Und natürlich hat einer einen richtigen Lauf. Amara Kordé, nächster Versuch. Auch wenn das eben erst sein dritter Saisontreffer war, muss ich doch inzwischen rumgesprochen haben in der Mannschaft, dass der gefährlich ist. Aber keiner geht auf den defensiven Mittelfeldmann. Kein Wunder, dass er hier so frei zum Abschluss kommt. Kiel Gomez, guter Pass auf Erwig Drüppel. 2:0 Rot-Weiß Essen. Das ist inzwischen klasse gespielt, was Rot-Weiß Essen da macht. Und sie sind souverän und verdient mit 2:0 in Führung. Es ist der 28-jährige Jonas Erwig Drüppel, der hier sein erstes Saisontor für die Essener macht. Und das ist gut rausgespielt. Die Wuppertaler laufen nur hinterher. Und wieder ist für Lübke auch aus dem kurzen Winkel nichts zu halten, weil er den flach unten links platziert. Wuppertal versucht sich dann nochmal an Ergebniskosmetik und Joey Müller vergibt nochmal die Chance zum 2:1. Aber am Spiel sollte es dann nicht mehr viel ändern. Der 19-Jährige hatte nochmal die Chance, aber es wurde nicht mehr gefährlich für Jakob Golz im Tor. Dabei bleibt's. Rot-Weiß Essen und der Wuppertaler SV trennen sich mit 2:0. Ein verdienter Sieg für die Gastgeber. Und jetzt sind Sie dran, liebe Zuschauer. Welcher Spieler war Ihrer Meinung nach der Spieler des Spiels? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Das war's aus Essen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.